Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play LS17 Nordfriesische Marshmap Version 3.0 ohne Gräben. Ja, was haben wir gemacht bisher? Wir waren am Dreschen. Ich will nicht sagen, dass wir dann auch noch gedroschen haben und gedroschen. Wir haben 4 Felder Weizen geerntet mit Dreschern. Auf einem Feld sind wir schon dabei, Stroh einzufahren. Ich habe jetzt gerade in der letzten Folge als letzte Handlung noch einen weiteren Ladewagen gekauft, damit wir dann mit 2 Maschinen im Prinzip das Stroh einfahren können, weil sonst dauert das ja ewig. Dauert auch so schon ewig, das ist auch klar. Wunderbar, da ist er. Und auf einem Feld wird das Stroh schon eingefahren, ein Feld haben wir gepresst. Und die anderen beiden Felder, da gehen wir jetzt bei. Da fahren wir jetzt das Stroh ein. Ah, wir fangen wir auf diesem Feld hier an. Ne, da stehen mir noch die Erntemaschinen rum. Ja, er fährt jetzt erstmal hier schön voll gegen die Leitplanke und meldet mir gleich durchdrehende Räder. Ja, sag ich ja. Schön doof. Schön doof. Und ich fahre jetzt... Fahre ich denn lang? Hier fahre ich nicht lang. Ich fahre mal jetzt hier einfach quer übers Feld. Schadet ja nicht. Und fange dann da hinten an, das Stroh einzusammeln. Wir fahren das erstmal alles ins Hofsilo. Und dann entscheide ich mal, was wir damit machen. Das hier soll wohl erstmal gut sein. Feld 1. Dreschen. Jawohl. Und danach fahren wir dann ins Silo. Das Ganze ist hier ja alles richtig eingestellt. Der Mann los. Der Kornkreis. Ich lach mich schlapp. Ich will nur eben gucken, ob er auch wirklich vernünftig anfängt. Leben. Was jetzt natürlich das Problem ist, die fahren jetzt in verschiedenen Richtungen wieder zum Silo. Die beiden Abfahrer. Kann also gut sein, dass da irgendwas schief geht. So. Ja, Abfahrer entlassen. Mann, hat der viel Weizen da noch drin. Ist ja unfassbar. Abfahren, weil der ist ja... Weiß nicht, was er jetzt macht. Schon wieder irgendwas geklickt, was ihr natürlich schon lange gesehen habt. Ja, mein Drescher ist leer. Den muss ich gleich nur sauber machen. Na, da ist er ja. Fahrer entlassen. Zack, zack. Nein, der war ja an. Warum habe ich ihn denn ausgeschaltet? Ja. Ja, was auch immer der jetzt vorhat. Ich fahre den Drescher jetzt zum Saubermachen. Dann machen wir den auch noch sauber. Das ging ja auch gerade doch recht fix, muss ich sagen. Nichtsdestotrotz würde mich jetzt interessieren, naja gut, das soll wohl alles so eine Richtigkeit haben. Aber es funktioniert ja. Hier ab. Dann können wir gleich nämlich mal gucken, wie viel Weizen wir denn überhaupt haben. Und
Fahrer entlassen. Den brauchen wir nicht mehr. Vielen Dank, Sie haben Ihre Schuldigkeit getan. Jetzt machen, jetzt versuchen, hier direkt wieder das Gespann herzustellen, damit wir dann Weizen zur Brauerei bringen können. Dafür, bei AXA, wie Trailer ist es? Ja. Wie sagt ein Arbeitskollege von mir immer, er ist faul und deshalb sehr effizient. Oh, angekoppelt. Sehr schön. Aber das Dolly brauche ich nicht mehr. Weil ich ja hier dann nachher meinen Sattelschlepper vorspann. Der dann meine Fahrten macht. Ich dann hier meine Schlepper für meine Ackerarbeiten habe. Was soll ich sonst damit machen? Ja, da brauche ich dann keinen Labor Assist. Kriegen wir dann notfalls auch noch so gebacken. Mehr oder weniger. Gut, steht jetzt da so ein bisschen quer in der Ecke. Aber das finde ich jetzt erstmal nicht dramatisch. Ihn hier stelle ich jetzt erstmal schön hier hinten rein. Der hat ja im Moment nichts mehr zu tun. Wollte ja auch irgendwann noch mal ein Flottenfoto machen, was ich alles so an Fahrzeugen habe. Mache ich auch irgendwann noch, aber jetzt machen wir erstmal hier sauber. So, jetzt wollte ich ein bisschen Licht beimachen. Ist das schön fürs Schneidewerk? Ja, ist das ja echt schnell zu reinigen, ne? Weil das sieht doch noch immer nicht sauber aus, oder? Oder ist das einfach wegen meinen Grafikeinstellungen? Ich weiß es nicht. So. Eigentliche Drescher. Auch mal sauber gemacht werden. Das Financial Services. Ja, wunderschön. Das reicht doch schon. Haben wir den auch gleich weg. Steht er hier nicht mehr im Weg rum. Die hat noch so viel Sprit. Den brauche ich auch nicht tanken jetzt. Macht gar keinen Sinn. Gucken wir mal, wann wir dann schöne Schneidwerkswagen kaufen. Denn schöne Schneidwerkswagen kaufen. Die dann auch passen. Wenn wir spätestens wenn wir das Feld 4 haben. Ich glaube, dann brauche ich sowieso noch einen Drescher dazu. Dann brauche ich auch gleich passend einen Schneidwerkswagen dazu. Platz ist hier ja noch. Können wir ja noch ein bisschen was einbauen. Was wir auch noch gar nicht haben. Wir haben überhaupt nichts für die Maisernte, ne? Na, dann das auch noch mal angucken. So, was haben wir jetzt gesagt? Was müssen wir denn jetzt noch alles machen? Ich könnte mal eben schnell... Achso, wir wollten gucken, wie viel Weizen wir haben. Aber was wir erst machen ist, wir gucken mal nach der Milch. Wie viel Milch wir denn jetzt haben, ob wir denn den Wagen voll kriegen. Weil wenn ja, dann bringen wir die Milch noch eben schnell zur Molkerei, damit denn da auch weitergearbeitet werden kann. Milch macht ja müde Männer munter, wie wir alle wissen. Füllen wir den mal auf. Ob wir auf 30.000 kommen? Ich denke.
dann gleich ab zur Molkerei. Nee, das war's. Nö, dafür fahre ich noch nicht. Dann warte ich lieber noch ein bisschen. So, was wir dann aber machen ist, wir machen hier schon mal die Weizennummer klar, dass wir Weizen zur Brauerei fahren können. So, erstmal muss er hier weg. Geht so ein bisschen blöd hier rum. Mit dem könnten wir eventuell, wenn es dafür schon einen Cosplay-Kurs gibt, schon Hof so Kompost gibt es tatsächlich. Ah, da möchte ich vorher mal noch was anderes gucken. Fällt jetzt gar nicht. Fällt hier ist noch gar nichts drauf. Gegrubbert. Ja, dann seh doch mal was. Mein Gott, gibt's ja gar nicht. Ich möchte erstmal eben hier bei Holzverarbeitung gucken, weil ich gerne sehen möchte, siehst du, Holz müssen wir auch noch machen, wir müssen unbedingt in den Wald gehen und Bäume fällen. Nein, ich möchte aber gucken, wie voll hier, oh, Produktion läuft nicht, die Pelletproduktion läuft nicht, warum nicht? Was fehlt da? Leere Paletten fehlen da. Stroh und Hackschnitzel habe ich noch 22%. Wir könnten also erstmal ein paar Ladungen Stroh könnten wir schon mal wieder zu Kompost verarbeiten lassen. Leere Paletten stehen hier jetzt nicht rum. Eine liegt da. Da stehen welche. Ich trage mal eben zwei oder drei darüber. Einfach, dass die Produktion weiterläuft. Versteht? Können die nämlich da wieder arbeiten. Da müssen wir unbedingt in einer der nächsten Folgen in den Wald und müssen das Zeugs holen. Also Baumstämme holen. Ist ja gar nicht. Oh. Ja, ich hatte hier gerade Probleme mit meiner Maus. Ich musste das gerade mal abbrechen. Ich hatte nicht mehr Zeit, mich von euch zu verabschieden, wo wir eigentlich auch schon fast am Ende der Folge angekommen sind. Was wir jetzt machen ist, wir schicken hier den hier ist das passiert, was ich befürchtet habe. Gut. Oder nicht gut. So sieht es also unter der Textur aus, alles klar. So, den schicken wir jetzt einfach mal ein bisschen zurück auf seiner Strecke. Lassen den da stehen, steigen aus, latschen zu ihm hier hin. Bring da mal rein. Sagen ihm einfach, er soll weitermachen. Dass er jetzt auch noch rafft, dass er jetzt hier abladen muss. Fahrer einlassen. Wenn man so eine schlechte Übersicht hat, eine wilde Kameraperspektive. So, das ist zu doof. Jetzt einfach einmal rum. Und fertig. Da war man natürlich nicht konsequent. Da habe ich natürlich nicht drauf geachtet, dass ich immer von dieser Seite oder immer von der anderen Seite ins Silo fahre. Nun kommen solche Probleme zustande. Gucken, ob das
es jetzt geht. Sieht aber ja gut aus. Fährt er hier immer so bescheuert rein? Hallo? Nur jetzt hier ein bisschen zu doof. Muss ich ja ganz ehrlich sagen, ne? So. Raus damit. Der Unterschied zwischen Next Waypoint und nächsten Wegpunkt, also außer Deutsch und Englisch. Ja. Und du fährst da jetzt hin. Die schicken wir jetzt auf Kurs. So. Fährst du jetzt hoffentlich auch zum Abladen und nicht drüber hinweg. Sieht erstmal ja ganz nett aus, was du da machst. Weil du anfängst abzuladen, springe ich raus. Wunderbar. Geht doch. Steigen jetzt hier in den hier ein. Erstmal weg, dass wir auch was sehen. Und dann holen wir uns hier Hof. Kompost. Mit hier beladen. Und zwar mit oh, da war es doch. Und das Ganze machen wir hier mal fünfmal. Wie viel Stroh haben wir denn eigentlich? Hofsilo. Okay, 272.000 Weizen da drin. 846.000 Hackschnitzel. 500.000 Liter Stroh. Ich habe hier. Zurück, da sind wir. Ah, da können wir auch 6-mal fahren. Das sieht ja auch schon mal gut aus. Können wir nämlich auch wieder Kompost machen. Nachher gucken wir da mal weiter. Das soll es aber jetzt erstmal gewesen sein. Ich hatte ja das Problem. Unsere Folge ist rum. Entschuldigt das Problem. Hinterlasst mir einen Kommentar, hinterlasst mir ein Like. Abonniert mich, würde mich sehr freuen. In diesem Sinne sage ich dann mal und tschüss.